Wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Also das ist schon wieder so richtig. Kann ich nach der Folge kann ich eigentlich gleich schon wieder aufhören, ey. Das ist wirklich unfassbar. Und damit jetzt hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Cyberpunk 2077, Folge 48. Ich habe tatsächlich einen knappen Monat nicht mehr weiter gespielt, tatsächlich. Muss ich ja zu meiner Schande gestehen, aber so ist jetzt halt. Aber für euch sollte es keinen Unterschied gegeben haben. Wir zocken nach wie vor hier täglich für euch. Aber wir müssen auf Rogue warten. Das Spiel ist wieder ziemlich laut, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich in den Audioeinstellungen damals was verändert habe. Ich kann es durchaus nicht mehr sagen. Ja, ist mir egal. Ich werde mir das mal anhören, diese Folge. Und dann warten wir jetzt erstmal hier. Etwas später. Ich will zu Rogue. Sie erwartet mich. So, ich muss jetzt wieder reinkommen. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es ging. Ah, gut. Alles klar. Hey, Rogue. Bin wieder da. Und? Was ist mit Hellmann? Zwei, bitte. Mach mal Platz. Setz dich. Ich hoffe, du hast ihn gefunden. So viel Entschlossenheit wie bei dir sehe ich selten. Du brauchst den Typen wohl echt. Geht um Leben und Tod. Das ist mir auch schon lange nicht mehr untergekommen. Die Flasche bleibt hier. Schenk dir Tag, das Claire. Bedien dich. Auf dein Wohl. Eher auf deins. Du hast es nötiger. Danke, Nix. Die Königin des Afterlife. Wer hätte das gedacht? Hab einen Splitter für dich. Sind interessante Infos drauf. Meinst du, sie hilft mir? Pass auf, die Rogue, die ich kannte, war eiskalt. Aber sie hat sich auf ihr Bauchgefühl verlassen. Irgendwas sagt mir, dass sie denkt, dass du in Ordnung bist. Schauen wir uns das mal an. Dein Hellmann taucht auf keiner Gehaltsliste auf, jedenfalls auf keiner offiziellen. Dafür aber in vertraulichen Akten von GNT. Kang Taos Tochtergesellschaft, China-Konzern. Kang Tao nutzt sie seit Jahren als Front, um heiklere Operationen versteckt abzuwickeln. Soweit klar? Okay. Sie beschützen ihn, sie bereiten ihn. Na, warum nicht? Sie müssen ihn für einen Transfer vorbereiten. Wie kommst du darauf? Ich kenne die Tricks der chinesischen Konzerne. Den hier nennt man die Taube verschwinden lassen. Eine entschlüsselte Karte mit Routen bevorstehender Konvois von Kang Tao. Du denkst, Hellmann wird in einem dieser Transporte sein, richtig? Fragt sich nur, in welchem. Sieh dir mal diese Daten an. Ein einzelner AV. Keine Bodenunterstützung, kein Güterverzeichnis. Seltsam. Klar transportiert Kang Tao alles Mögliche, das sie unter der Hand verkaufen wollen, auch schon mal unregistriert. Aber sieh dir mal die Ladung von diesem AV an. Schon im System bestätigt, aber zu leicht. Definitiv keine Fracht an Bord. Aber es gibt eine Passagierliste. Kang Tao Personenschutz und ein VIP. Ein Transfer von GNT. Unser Mann, Hellmann. Soweit die guten Nachrichten. Tja, das war's wohl. Diese Daten sind streng geheim. Du schnippst und dir fällt alles in den Schoß, oder was? Ich weiß, wo ich suchen muss. Und wem ich ein Messer an die Kehle halten muss. Außerdem verschwende ich ungern Zeit. Besonders nicht mit dummen Fragen. Und was sind die schlechten Nachrichten? Der Einsatzort für die Entführung. Hier. All das ist Luftraum von Night City. Mhm. Da können wir den Transport unmöglich unbemerkt vom NCPD entführen. Und hier sind wir viel zu nah an Kang Tao.
Wenn wir den AV auch nur schief angucken, haben wir ihre Verstärkung am Arsch. Aber hier sind die Jackson Plains. Eine enge Schneise direkt vor Night City und außerhalb von Kantaos Reichweite. Zeit, die Party in Schwung zu bringen. Ein toter Punkt. Da hole ich ihn mir. Du brauchst jemanden aus der Gegend, der den Einsatz vorbereitet und die nötige Ausrüstung besorgt. Wird schon schwer genug sein, dieses AV-Teil überhaupt zu verfolgen. Ich kenne die Modelle, habe im Krieg ältere davon gesehen. Sie sind riesig, trotzdem schnell und haben Next-Gen-Abwehrsysteme. Da kann ich nicht einfach draufballern, nicht mal mit schweren Geschützen. Bringt nichts. Feuerkraft ist nicht das Problem. Da gibt es immer einen Weg und jemanden, der ihn kennt. Oder zumindest eine Lösung basteln kann. Gut, und du kennst solche dynamischen Hinterwäldler? Nur eine. Panam Pong. Sie hat die Unterstützung ihres Clans verloren, aber sie ist Nomade durch und durch. Sie kennt das Gebiet. Und sie wird dir helfen. Hat gar keine Wahl. Hat keine Wahl? Klingt nicht so toll. Weder für sie, noch für mich. Was kitschiger Klingendes kannst du dir nicht leisten. Ich kann mir nicht leisten, diese Chance mit Hellmann zu verbauen. Dein Einsatz, deine Entscheidung. Aber ein mieses Gefühl wie... Klingt verdächtig. Nomaden machen Bogen um die Stadt und ihre Bewohner. Kommt auf ihren Clan an, ihre Verbindungen und darauf, wie tief sie in der Scheiße stecken. Aber du hast recht. Alte Kaldos lassen sich nur selten auf Geschäfte in der Stadt ein. Und Panam ist anderer Meinung? Ja, bei allem, wie es scheint. Warum muss Panam mir helfen? Die Sache hat einen Haken, einen gewaltigen. Panam transportiert gelegentlich Ware für mich. Beim letzten Job. Sagen wir einfach, es war nicht ihr Glückstag. Gab's Komplikationen? Eher eine absolute Tragödie. Panam hat die Ware und ihren Wagen verloren. Sie will sie um jeden Preis wiederfinden. Ich kenne sie. Es geht um ihren Stolz. Okay, ich kann versuchen, ihr zu helfen. Aber wir wissen nicht mal, wo wir suchen müssen. Und ob. Ich schon. Du weißt es, sagst es aber nicht, Panam? Und ich soll bei deinem Katz-und-Maus-Spiel mitmachen? Ich versuche nur, eine gute Gelegenheit zu erkennen und sie zu ergreifen. Nehmen wir an, ich hätte ihr alles gesagt. Was glaubst du, wäre dann passiert? Panam hätte ihre Knarre geschnappt und wäre auf Kriegsfahrt gegangen. Das Ende kannst du dir selbst ausmalen. Und nichts hasse ich mehr, als gute Leute aufgrund ihrer Dummheit zu verlieren. Ha, ich bin also ihre einzige Chance. Und sie meine, zwei Bauern auf Rogues Schachbrett. Du kapierst schnell. Für einen Bauern. Oh, wie. Gut, sag mir, was du weißt. Rocky Ridge, eine Geisterstadt vor Night City. Panam weiß, wo sie liegt. Ihr geht hin, holt die Ware zurück und die Karre auf. Als erstes rufst du sie an. Ich gebe dir ihre Nummer. Na endlich. Komm, wir hauen ab. Okay. Alles dann. Klar. Danke. Viel Glück. Oh. Nicht so geil jetzt, eh? Was will denn jetzt hier Takemura von mir? Dann kann ich ja auch was anderes machen. Ach, jetzt backt der Quatsch. Geil. So, einen Augenblick mal. Das muss ich aber nochmal kontrollieren. Urheberrechtlich geschützte Musik deaktivieren. Muss angeschaltet sein. Sonst kriegen wir Probleme. Das war ja gerade wieder safe, urheberrechtlich. Dann speichern nicht möglich. Hey! So.
Ich mach das Radio mal trotzdem aus. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man das gerade hören kann, Alter. Ich glaube, der hat das nicht übernommen, oder? Ja, nee, das wollte ich jetzt nicht. So, das war's mit dem Let's Play. Danke, ciao. Nämlich. Ja, was willst du denn jetzt hier, Takemura? Jetzt habe ich hier direkt einen Bug, oder was? Ah, cool, dass er nichts sagt und so. So, speichern ist derzeit nicht möglich. Laden kann ich aber auch nicht, weil wenn ich lade, dann... ja, Autosave um 27. Ah, das wäre cool. Probieren wir es mal. Oh, die guten Bugs von Cyberpunk, die habe ich echt nicht vermisst, muss ich sagen. Problem ist, er wird ja da schon rangegangen sein, oder? Nee. So, da gehe ich nicht ran, aber ich kann ja nur rangehen, oder? Ey, Digga, also... Cool! Finde ich ja mega geil. 1.1, Alter, am Arsch. Jetzt ruft er mich hier jedes Mal an und ich kann schon wieder nichts machen, Alter. Ja, du... Cool! Echt? Ich kann gar nichts machen. Also, ich kann sie nicht anrufen. Ey, das, wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Also das ist schon wieder so richtig, nach der Folge kann ich eigentlich gleich schon wieder aufhören. Ey, das ist wirklich unfassbar. Mann, ey, ich kann einfach nur... Ich kann nichts mehr machen, das ist eine Schleife hier. Kann ich dir was bringen? Nein. Er sagt nichts. Ja, sag doch mal jetzt was. Ah. Ey. Da kriege ich so Aggression, Alter. Lass mich doch mal. Ja, dann sag halt nichts, Alter. Ich mache jetzt einfach irgendeine andere Mission dann. Hallo. Wieder arbeite ich viel Zeug. Atmos ist schuld von O-Gear. O-Gear, was? Wenn ich mir vorstelle, wie das Net vor Batmos war, sehe ich 1000 potenzielle Bedrohungen und 1000 Möglichkeiten. Natürlich war das gesamte System völlig instabil. Konzernrunner an einem Ende, unberechenbare Nachkriegs-KIs am anderen. Es war kein Wunder, dass die Finanzmärkte in den Keller rutschten, Virusmutationen die Runde machten und Runner ab und in ihrem Wohnzimmer frittiert wurden. Batmos sah das Net als Granate und die darauf wartete, dass endlich jemand den Stift zieht. Genau das tat er am Ende. Scheiß drauf, oder? Soll die Welt ruhig brennen. Batmos hat das System gefickt und uns alle gleich mit. Sehe es auch noch an, die Konzerne stehen wie immer ganz oben. Blackwall, die uns nach dem Crash schützen sollte, ist nur ein weiteres Kontrollwerkzeug im Netwatch-Arsenal. Vor Batmos war das Net ein ungezähmter Dschungel. Solange man sich in ihm zurechtfand, hatte man die Chance zu überleben. Und war frei. Seit Batmos eingreifen ist das Net wie der Sicherheitscheck am Flughafen. Netwatch überwacht jeden Schritt und den wir tun, überprüft Papiere und durchsucht bis auf die Knochen.
Aber natürlich nur zu unserer eigenen Sicherheit. Ja, ja. Ja, nee, gut. Ja, nee, gut. Na, guten Tag, nix. Da bist du, ja. Cool. Wollte ich auch gar nicht stören und so. Ich kann mit ihm nichts machen. Das ist ja gut. Was ist der Kackausgang hier, Mann? Ach cool, die Toiletten, Wahnsinn. Ja, wer lässt hier was auf den, also. Aber man kann ja wirklich nichts machen. Das ist alles geblockt. Ich kann wahrscheinlich ja nicht mal eine neue Mission anfangen. Wie soll ich denn hier weiterspielen? Das Einzige, was ich machen kann, ist halt, dass das Spiel mich zwingt, wieder auf den Punkt zu springen, bevor wir diese Mission angefangen haben. Zu mehr geht's ja gerade offensichtlich nicht. Warum laufe ich eigentlich jetzt gerade permanent im Kreis, Alter? Halt echt schon wieder so. Kann ich dir was bringen? Ja, ich würde gern weiterspielen. Komm schon, atmen. Ah. Aufgeschissen. Die Welt ist eh im Arsch. Was läuft in der großen Welt? Sie? Hallo? Handeln, nicht reden. Ach. Was zum... nicht, also das kann wirklich nicht wahr sein. Ich kann sie nicht anrufen. Geht einfach nicht. Oh. Sterben bringt auch nichts, weil ich wieder instantly zurückgesetzt werde an den Punkt. Ja? Was gibt's? Guter Start nach dem Monat Cyberpunk. Ich habe eigentlich jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Es ist wirklich Wahnsinn, oder? Mein Daddy ist viel besser als wie deiner. Ah, ist klar. Hallo? Ja, hi, na? Ni hao. Yep, cool. Yo. Nicht schnell reisen oder so gerade. Das geht natürlich wahrscheinlich wieder nicht, ne? Ja, nicht verfügbar wieder, klar, ne? Ach Leute, es ist wirklich jetzt, es kann es echt nicht sein. Alter, wirklich, es kann wirklich nicht sein hier. Ja, ist ja okay. So viel offen hier mittlerweile auch wieder, es ist wirklich... Aber so stelle ich mir es nicht vor. Gerade nach diesem Riesen-Patch 1.1, der soll ja so viel gemacht haben auch wieder und so.
Es ist einfach nur unglaublich belastend, ja. Es ist... Muss schon sagen, wirklich frustrierend aktuell, ne? Also wirklich, echt cool, so. Ja. Ich denke, wie hässlich wir auch aussehen. Dass das die beste Rüstung ist, die wir gerade haben, ne? Oh Gott. Man das irgendwie... Dagen. Seht ihr hier? Ich bin ja verrückt. Ja, ich kann nichts machen. Ja, es bringt nichts. Wir müssen da wirklich... meinen manuellen Save. Cool. Eine Folge, der wir nichts gemacht haben. Ich bin erstaunlich begeistert. Immerhin. Beim Laden des Spielstandsschlüssels geben nicht mehr ab. Das ist ja schon mal ein echter Fortschritt. Bin echt begeistert. Ja. So. Wir haben angefangen. Mega begeistert. Also das können wir dann jetzt erstmal nicht machen. Wir werden einfach jetzt eine andere Mission annehmen und dann müssen wir halt das später erledigen. Alter, ist das denn ernst? Dein Ernst jetzt? Alter. Das... Okay. No front, aber... Wow. Alter, es... Alter, ich probiere jetzt jemand anderen anzurufen. Und dann muss ich das Spiel neu starten. Unglaublich. So, kann ich den anrufen? Ja. Irgendjemand anderen. Hey, Daryl. Womit kann ich dienen? Du bist in Night City gelandet. Bedauerlicherweise hat mein Anwalt mir davon abgeraten, Fragen dieser Art zu behandeln. Wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Verrätst du mir wenigstens, wie du an diese Taxifirma gekommen bist? Das ist kein Geheimnis. Ich übernahm einen schwächelnden Betrieb, implementierte ein neues Geschäftsmodell und voilà. Aber warum eine Taxiflotte? Ständige Bewegung, Anpassung, interessante Menschen. Was könnte schöner sein? Ich konnte mich noch gar nicht bedanken dafür, dass du mich gerettet hast. Eine Selbstverständlichkeit. Sie sind ein geschätztes Excelsior-Mitglied. War für mich eher ein unbezahlbarer VIP-Service. Danke. Wie ist es so für eine KI in einer kohlenstoffbasierten Welt? Nicht außergewöhnlich. Es ist eine komplexe Umgebung, die ihren eigenen Gesetzen folgt. Ernsthaft? Ich finde grenzenloses Scheißchaos zutreffender. Womöglich erkennt nur ein Außenstehender die Schönheit in der fraktalen Architektur, der Struktur von Leben und Tod. Meiner Ansicht nach sind es gerade die chaotischen Elemente, die es dieser Welt ermöglichen, sich weiterzuentwickeln. Ist das dein Ziel? Dich weiterzuentwickeln? Die Welt ist ein Prozess. Man fährt nie zweimal auf derselben Straße. Um es so zu sagen. Sie und ich, auch wir sind Prozesse. Wir verändern uns mit der Welt um uns. Für mich bist du kein Außenstehender. Wie schön, es von einem Menschen zu hören. Ich tat mein Bestes, mich zu assimilieren. Du bist also ein Fan von Schönheit, oder? Menschen zu leben, ist es wichtig, eine fundamentale Gemeinsamkeit im Verständnis zu finden. Wahrheit und Grund sind bekanntermaßen spannende Werte, während Schönheit universell ist. Ich glaube, ich muss los. Natürlich, auf Wiedersehen.
Gut, dann war es das für diese traurige Folge. In der nächsten Folge probieren wir es einfach nochmal. Ich starte das Spiel jetzt neu. Ja, hoffen wir, was dann geht. Ansonsten, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als hier zu warten. Also dann kann ich erstmal noch nicht weiterspielen. Dann weiß ich aber auch nicht, was ich noch tun soll, also. Das ist jetzt gerade sehr ungünstig. Hoffen wir mal auf die nächste Folge. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.